Fantastic. Okay. Ganz ruhig. Erstmal, was geht ab, meine lieben Löwen da draußen? Und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt ja im Titel sehen, worum es geht. Kurzes Statement meinerseits zu dem Spiel Manchester City gegen Borussia Dortmund. Vorab, ganz ehrlich, ein riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft. Das war endlich mal wieder Fußball, was sie da gespielt haben. Man hat endlich mal erkannt, welche Sportler die da gespielt haben. Das war meiner Meinung nach das beste Spiel im gesamten Jahr, was sie hier gezeigt haben. Und deswegen an der Stelle auf jeden Fall schon mal großes Lob an die Mannschaft. Aber um zum Thema des Videos zu kommen. Ja, wir haben 2:1 verloren im Etihad Stadium in Manchester City. Und ich musste mich jetzt schon wieder beim Videodreh stören. Ey, du bist unmöglich. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, 2:1 verloren im Etihad Stadium in Manchester City. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so gut gegen Manchester mithalten können. Also nachdem ich die letzten Wochen, Monate meiner Mannschaft gesehen habe, die absolute Katastrophe, also niemals hätte ich gedacht, dass wir so geil gegen Manchester City mithalten können. Denn man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Man City, meiner Meinung nach, und ich denke auch der Meinung vielen anderer, momentan eigentlich die beste Mannschaft, die es gibt. Deswegen an der Stelle großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie sich wirklich so überraschend gut geschlagen haben. Ja, aber jetzt kommen wir zum Thema des Videos. Erstmal das 1:0 durch Kevin De Bruyne. Ja, sehr unglücklich, Char mit dem Fehlpass. Und dann Dahu kann den Spieler nicht mehr stoppen. Dann die Flanke von der linken Seite, dachte ich eigentlich schon, der Ball sei im Aus. Irgendwie kratzen sie den noch von der Linie da weg, von der Auslinie weg. Dann der Pass in die Mitte und da steht De Bruyne ganz frei, 1:0. Und das war nach 15 Minuten oder so. Und da dachte ich schon, okay, jetzt gibt's Haue von Man City. Aber dem war nicht so. Und ich glaube, jetzt die Szene des ganzen Spiels, kurz vor der Halbzeit, der weite Ball nach vorne, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, auf jeden Fall Ederson hat den Ball. Und dann kommt Hey Jude Bellingham an, nimmt ihn nur den Ball ab. Ja, Ederson spielt Neymar. Bellingham kann den Ball frei ins Tor passen und schießt sich pfeift, bevor der Ball im Tor ist, ab. Also, ganz ehrlich, ich wollte in diesem Video eigentlich ruhig bleiben, ne? Aber was ist dein scheiß Problem, Schiedsrichter, Junge? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Du stehst irgendwo im Mittelkreis, du siehst nicht mehr, was da im 16. abgeht, Alter, und pfeifst irgendeine Situation ab, die du von 8 Kilometer Entfernung gar nicht sehen kannst. Alter, ganz ehrlich, das war kein Foul. Bellingham trifft nur den Ball. Wenn überhaupt einer einen Foul macht, dann ist es Ederson, der Bellingham unten am Fuß trifft und kein anderer. Das ist doch lachhaft, Junge. Das ist doch lachhaft. Ich blende euch jetzt mal die Szene ein. Schöne Grüße an der Stelle, gehen raus an The Zone. Ich habe keine Rechte an dem Video. Ich nutze es jetzt einfach, hoffentlich gibt es keine Probleme. Ich werde auch auf dieses Video keine Monetarisierung schalten oder irgendwas. Wenn das Video dadurch gesperrt wird, wird es gesperrt. Aber das ist mir in dem Grunde jetzt völlig egal. Ich blende euch jetzt mal die Szene ein. Guckt euch diese Szene jetzt an. Ist das für euch ein Foul? Für mich ist das der absolute Witz. Ederson verschätzt sich einfach total. Und dann kommt Hey Jude Bellingham an. Und nimmt ihn nur den Ball ab, er trifft nur den Ball, klar, er geht ein bisschen mit dem ausgestreckten Bein hin, aber das ist scheißegal, weil vom Mann überhaupt nichts war, gar nichts. Und wenn einer überhaupt einen Foul begeht, ist es Ederson, weil er, nachdem der Ball weg ist, Bellingham unten am Fuß trifft. Und das Geilste daran ist ja, ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter diese Situation abpfeift. Ich begreif's nicht, das geht mir nicht in meinen Verstand rein. Warum pfeift der Schiedsrichter diese Situation ab? Weil ernsthaft, er hätte einfach den Ball ins Tor gehen lassen können, ja? Und dann mit dem Videoschiedsrichter erklären können, ob das ein Foul war. Der hätte sich 80 Minuten Zeit nehmen können, auf diesem scheiß Videowürfel oder Videodingsfernseher da, die Szene überprüfen können und dann entscheiden können, ob es ein Foul ist. Wenn er dann gesagt hätte, es ist ein Foul, würde ich sagen, okay, er hat es wenigstens angeguckt, er hat es laufen lassen, hat im Nachhinein auf Foul entschieden, aus welchen Gründen auch immer, die ich auch im Nachhinein nicht verstanden hätte.
Aber er hat es wenigstens laufen lassen. Aber die Situation abzupfeifen, während Bellingham 2 Meter vom leeren Tor steht, den Ball noch einschieben muss, die Dreistheit zu besitzen, wirklich diese Dreistheit zu besitzen, diese Situation abzupfeifen und uns das 1:1 zu nehmen, das ist die grobe Frechheit. Okay, man hat einen Schlag gehört, man hat gehört, dass irgendwas geknallt hat, ja? Dann war das der Tritt von Ederson. Aber man kann auch wenigstens mal die Situation laufen lassen bis zum Tor. Und wenn der Ball im Tor gewesen wäre, meinetwegen immer noch faul pfeifen, weil dann hätte der Videoschiedsrichter wenigstens eingreifen können und hätte sagen können, was da Sache ist. War da ein Foul, war da kein Foul. Aber wenn er vorher abpfeift, bevor der Ball im Aus, beziehungsweise in dem Fall im Tor ist, kann der Videoschiedsrichter nicht eingreifen. Ob es die krasseste Fehlentscheidung der ganzen Welt war oder nicht, er kann einfach ums Verrecken nicht eingreifen, wenn der Ball nicht im Aus ist und vorher abgepfiffen wird. Und ey, das ist für mich absolute Ratlosigkeit. Das Geile dabei ist ja, dass dieser Schiedsrichter lange keine Champions League gepfiffen hat, weil er, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon mal wegen irgendwas gesperrt war. Jetzt kommt er zurück, darf nach langer Zeit wieder Champions League pfeifen und dann verkackt er wieder direkt so. Er verkackt direkt wieder so, Mann. Ganz ehrlich, was ich nicht verstehe, warum wird er dann in so einem wichtigen Spiel eingesetzt? Warum kann man den nicht irgendwie in einem Gruppenphasenspiel bringen, wo irgendwas schon entschieden ist oder in irgendeinem Gruppenphasenspiel, wo es in Anführungszeichen vielleicht um nichts mehr geht oder nicht so wichtig ist, wieder ein Viertelfinale, warum wieder in so einem wichtigen Spiel eingesetzt und scheißt komplett rein? Ich versteh's nicht. Ich versteh's ums Verrecken nicht. Ich kann es nicht begreifen. Herzlichen Glückwunsch, Schiri. Ey, meine Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn bei Tipico. Beide Teams treffen nicht in der ersten Halbzeit. Ich gratuliere dir recht herzlich, dass dein Tippschall aufgegangen ist, weil anders da kann ich mir deine Entscheidung nicht erklären. Du verstehst leider kein Deutsch, du verstehst wahrscheinlich nicht mal irgendwas vom Fußball, so wie du da entschieden hast. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt ein deutscher Schiri gewesen wäre, ich hätte gehofft, dass er dieses Video sieht. Er kann weder Deutsch noch kann er Fußball. Scheißegal, aber das ist für mich, keine Ahnung, absolut unbegreiflich, wie man da AV pfeifen kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr das versteht, schreibt es in die Kommentare. Aber ich habe jetzt ernsthaft mal nach Kommentaren gesucht, die ich euch jetzt auch mal einblende, was die Leute teilweise auch dazu geschrieben haben. Das ist echt geil. Zum Beispiel, jeder normale Schiri gibt das Tor und dann, schau, das ist das Normale, dann, nach dem Tor und nicht einfach vor eine Situation abpfeifen, bin ich absolut der gleichen Meinung. Genauso wie, Schiri, ich könnte die Situation jetzt weiterlaufen lassen, vorzeitig ein Tor geben und es mir nochmal anschauen, um somit einen fairen Ausgang zu entscheiden. Obwohl, nee. Ja, genau so ist es. Pep Guardiola, der Schiri, war heute Abend perfekt. Und allein das ist so ein Kommentar, da wo ich Pep Guardiola rechts und links einen auf die hauen könnte. Ich krieg so eine Wut, je öfter ich mir hier diese Szene anschaue. Absolut. Ich bin zwar kein BVB-Fan, aber das war zu 100% ein faires Tor. Egal, ob ihr Bayern, Gladbach oder sonst was Fans seid, aber das ist, war eigentlich ein Tor. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also wie gesagt, es ist echt genial. Hätte er die Szene laufen gelassen, hätte er immer noch abpfeifen können und mit dem Videoschiedsrichter alle Zeit gewählt gehabt, die Situation zu entscheiden, aber so hat er einfach alles falsch gemacht. Feier ich, wie gefühlt jedes Team so Schiedsrichter kauft im Moment? Ja. Bin ich der gleichen Meinung. Der Schiri war vor dem Spiel bei Tipico. Ich glaube, das waren so ziemlich alle. Also, wie gesagt, das waren jetzt ein paar Kommentare, die ich schon in dem Video gelesen habe. Leute, mir fehlen da echt die Worte. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu irgendwie sagen soll. Ich bin gerade komplett sprachlos. Ja, wir haben dann, ich weiß es gar nicht mehr jetzt ganz genau, 85. Minute oder irgendwie relativ spät das 1:1 gemacht, nach einer super Vorlage von Haaland. Da hat Reus mal ein Tor gemacht. Ja, der auch das letzte Mal getroffen hat, als Fernsehen noch schwarz-weiß war, 1950. Ja, Glückwunsch zu deinem ersten Tor, als Farbfernsehen gibt. Ja, und dann ist natürlich unglücklich, dass wir dann da in der Nachspielzeit in der 90. Minute dann noch das 2:1 kriegen, so ein Gammeltor da, wo die Defensive echt wieder gepennt hat. Aber ich finde, im Großen und Ganzen kann man meiner Mannschaft echt keinen Vorwurf machen. Die hat richtig, richtig stark gespielt. Man hat endlich mal gesehen, dass sie was können, dass sie echt Fußball spielen können. Und deswegen dafür großes Respekt. Es ist natürlich dann ärgerlich, dass es noch 2:1 ausging. 1:1 wäre sehr gut für uns gewesen. Und nur weil dann da Ederson anfängt, Neymar zu spielen, obwohl er der Einzige ist, der fault. Man kann jetzt nicht mehr zurückreden. 2:2 wäre die geilste Ausgangssituation gewesen, die wir uns hätten vorstellen können. 2 Auswärtstore wären extrem wichtig. Also die Ausgangssituation ist jetzt doch schlechter, als sie eigentlich sein müsste. Auch wenn sie ernst genommen eigentlich gut ist. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine.
Nee, das ist mein Statement zu dem Spiel. Ich will das Video jetzt gar nicht zu lang halten, auch wenn es jetzt doch ein bisschen länger gegangen ist. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Also für mich der absolute Witz, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Genau. An der Stelle, Freunde. Was ich noch sagen will. In der Liga wird es jetzt auch nochmal interessant. Wir sind 7 Punkte hinter Frankfurt durch die Niederlage letztes Wochenende. Heute kommt Stuttgart. An der Stelle schöne Grüße an einen Stuttgart-Fan und Abonnent von mir, René Stoll, gehen an der Stelle raus. Hoffentlich siehst du dieses Video, denn ich habe jetzt eine kleine Ansage an dich vor, Alter. Ihr werdet heute auf den Sack kriegen von uns. Wir erinnern uns alle an das katastrophale 5:1 im Hinspiel gegen Stuttgart. Aber heute, ey, René, ich garantiere dir, ihr kriegt heute auf den Sack, ihr kriegt die verdiente Revanche damals, das lassen wir nicht auf uns sitzen, ein 5:1 gegen die Aufsteiger. Ganz bestimmt nett, René, denk an meine Worte, ihr werdet heute auf den Sack kriegen, nach der starken Leistung gegen Man City. Ja, Frankfurt im Duell gegen Wolfsburg, das ist für uns auch ein sehr interessantes Spiel, um überhaupt noch da an die Champions League Plätze drankommen zu können. Vierter gegen Dritten, ja, wird sehr spannend. Sollte Frankfurt gewinnen, denke ich, was das mit Champions League, ist meine persönliche Meinung. Ja, und ein Unentschieden wäre vielleicht für uns alle am besten. Oder eine Niederlage Frankfurt, dann könnten wir uns vielleicht wenigstens auch an Frankfurt ranmachen. Wir müssen uns überraschen lassen, es wird ein sehr spannender Spieltag heute. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung zu der ganzen Situation in die Kommentare, wie ihr das Ganze vorher gesehen habt. Ich denke, ihr seid aller meiner Meinung. Und in dem Sinne habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer... Ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich verabschiede mich dann doch sehr, sehr gefrustet aus dem Spiel. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.